Ja, liebe Piraten, vielen Dank für die Einladung. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen, in 3 Wochen ist die Europawahl. Ich bin jetzt seit 2 Monaten im Vollzeitwahlkampf im Prinzip, reist durch die ganze Welt und ich muss sagen, ich komme aus dem Staunen überhaupt nicht mehr heraus. Machen wir uns nichts vor, wir haben zu Anfang zum Wahlkampfauftakt uns erstmal so richtig ordentlich zerlegt. Uns sind unsere fehlenden Entscheidungsstrukturen auf die Füße gefallen, unser Mangel an politischer Erfahrung und auch unser Mangel an politischer Bildung. Und die meisten Piraten sind sich einig, dass wir gerade vor so einer Zerreißprobe stehen. Und gleichzeitig haben wir in der Europäischen Union eine Situation, dass sich die wirklich niedrigste Wahlbeteiligung aller Zeiten anbahnt. Der Nationalismus ist überall in Europa auf dem Vormarsch. Die Menschen haben Angst vor Krieg. Und Parteien aus der Mitte unserer Gesellschaft gehen auf Stimmenfang mit Vorurteilen und mit Rassismus. Und was machen wir Piraten in dieser äußerst suboptimalen Situation? Wir fahren die progressivste, die proeuropäischste Kampagne, die Europa je gesehen hat. Wir Piraten, wir sind gerade die, die Grenzen einreißen, anstatt sie aufzubauen. Wir fahren zu Hunderten nach Brüssel, um uns dort gemeinsame europäische Strukturen zu geben, um die jüngste Kandidatin für die Kommissionspräsidentschaft aufzustellen und nebenbei auch noch einen gesuchten kriminellen File-Sharer. Wir verwandeln Marktplätze in Graffiti-Wände, wir planen Drogenshops. Wir verschaffen einem Wahlwerbespot ein riesiges Publikum und das komplett ohne Geld. Alles, was wir brauchen, ist ein bisschen Starthilfe durch einen Weltraumaufzug. Und liebe Piraten, so gut sind wir, wenn wir schlecht sind. So gut sind wir, wenn viele Leute meinen, es wäre irgendwie schon vorbei mit den Piraten. Ganz im Ernst, wo immer ich hinkomme, reichen mir Leute die Hand. Ich bin absolut überwältigt von eurer Gastfreundschaft, von eurer Energie und von eurer Kreativität, von allen Piraten, mit denen ich im Wahlkampf zu tun habe. Und unglaublich oft, wenn ich genervt bin und wenn ich Zweifel habe, dann kommen die geilen Aktionen, dann kommt der Hype hier aus Sachsen. Und ihr, wirklich, ihr seid einfach fantastisch, ihr seid mir eine ständige Quelle der Inspiration. Und wenn es irgendjemand verdient hat, in die Parlamente einzuziehen und dort unsere Ideen umzusetzen, dann seid es ihr. Es stehen gerade wirklich riesige Aufgaben vor euch. Ihr habt Kommunalwahlen, Europawahlen und Landtagswahlen. Das ist ein richtiger Kraftakt und ich verspreche euch, ich werde dabei an eurer Seite kämpfen. Ich werde alles in diese Wahlkämpfe buttern, was irgendwie geht, denn ich weiß, das, wofür wir uns hier einsetzen, das ist wichtiger als jeder interne Streit. Denn, liebe Piraten, es geht hier um nicht weniger als um die digitale Revolution. Ich bin überzeugt davon, dass die industrielle Revolution in Sachen gesellschaftliche Umwälzung noch in den Schatten stellen wird. Und es gab damals schon mal eine politische Bewegung, die dafür gekämpft hat, dass alle Menschen am technischen Fortschritt teilhaben können. Die Digitalisierung, die soll unseren Traum erfüllen von grenzenlosem Austausch von Wissen und Kultur, von gesellschaftlicher Teilhabe und von einem Leben ohne Repression für alle und nicht nur für eine kleine Gruppe von Privilegierten. Das ist die Aufgabe, die vor uns liegt. Und das ist nicht deshalb unsere Aufgabe, weil wir die Partei mit der großen technischen Expertise sind. Die sozialen Folgen der industriellen Revolution, die wurden auch nicht gelöst von den Ingenieurinnen der Dampfmaschine. Das ist unsere Aufgabe, weil wir diejenigen sind, die den Mut haben, uns eine Welt vorzustellen, wo wir es geschafft haben, wo das Internet wirklich ein Werkzeug für Emanzipation und für gelebte Demokratie ist. Wir Piraten, wir sind die Science-Fiction-Partei. Unser Job ist es, dass wir einen 3D-Drucker in jedem Haushalt fordern, dass wir mal kritische Fragen über unser Konzept von Eigentum stellen. Unser Job ist es, verbindliche demokratische Entscheidungen im Internet zu üben. Unser Job ist, mit dem bedingungslosen Grundeinkommen gesellschaftliche Teilhabe von der Lohnarbeit zu entkoppeln.
Unser Job ist, stupide, gesellschaftlich sinnlose Beschäftigungen zu überwinden und den Menschen die Möglichkeit zu geben, sich selbst zu verwirklichen. Und unser Job ist es, einen Weltraumaufzug zu bauen, anstatt Forschungsgelder in die Rüstungsindustrie zu stecken. Und eben weil wir diesen Job ernst nehmen und weil wir diese digitale Revolution gestalten wollen, deshalb müssen wir in die Parlamente. Und da kommen wir auch hin. Also jetzt in Europa werden die deutschen Piraten da auch nicht alleine sein. Die Schweden stehen gerade in den Umfragen kurz davor, als erste Piratenpartei irgendwo wiedergewählt zu werden. Und das liegt ganz einfach daran, dass sie geile Arbeit gemacht haben. Ohne die Piraten im Europaparlament hätten wir jetzt wahrscheinlich ACTA verabschiedet und die Netzneutralität in Europa wäre auch Geschichte. In Österreich schläft unser Kandidat Martin Ehrenhauser seit Wochen auf öffentlichen Plätzen auf der Straße und er hat dort eine Diskussion in einem super konservativen Land über die Zukunft unserer Demokratie angestoßen. In Tschechien haben die Piraten gerade bei den Jugendwahlen als stärkste Partei 20% eingefahren. Und das liegt einfach daran, dass die junge Generation keinen Bock hat auf ein Urheberrechtssystem, das Kreativität verhindert und das die ganze Bevölkerung kriminalisiert. Was auch immer hier gerade abläuft, wir Piraten in Deutschland dürfen nicht vergessen, dass die Piraten durchaus wesentlich mehr sind als die Piratenpartei Deutschland. Und unsere Zeit in Europa hat gerade erst begonnen. Ich freue mich einfach unglaublich auf die Aufgaben, die da vor uns sind. Ich kann es kaum erwarten, mit diesen Piraten aus Tschechien, aus Österreich, aus Schweden in einem Parlament zu sitzen und dort das Urheberrecht auf den Kopf zu stellen. Denn genau das haben wir vor. Und ich sage euch, das wird auch klappen. Wir haben Verbündete in der Kommission, die haben auch gemerkt, dass das Urheberrecht im Moment Kreativität verhindert. Die stellen genau die richtigen Fragen und die brauchen eigentlich nur Leute in den Parlamenten, um dieses Thema endlich mal nach vorne zu bringen. Wir werden alle unsere Kräfte bündeln und gemeinsam den Grundstein legen für eine offene Gesellschaft und für freie Kultur. Denn und das merke ich auch gerade immer wieder, wenn ich mit den Piraten in Sachsen rede. Was uns als Piraten vereint, ist nicht das, wofür wir Angst haben oder das, worüber wir uns empören, sondern das, wovon wir träumen. Dankeschön.